Hallo meine Freunde, Familie und Supporter. Heute nehme ich euch mit zum Training. Ich bin ja aktuell verletzt, wie die meisten schon mittlerweile ja wissen müssen. Das heißt, ich kann euch leider nur alles mit einer Hand zeigen. Aber Spaß werdet ihr trotzdem haben. Ich freue mich schon drauf. Let's go. Guck mal, was für ein Wetter, Leute. Ich weiß, ich bin bestimmt nicht der Einzige, dem so ein Wetter zu schaffen macht. Mit so einem Wetter noch trainieren zu gehen, dafür braucht man verdammt viel Kraft. Da will doch jeder gerne zu Hause liegen bleiben. Aber Freunde, ihr wisst mein Spruch. Von nichts kommt nichts. Bei so einem Wetter erinnere ich mich immer sehr an damals, wo man mit Bus und Bahn fahren musste. Wenn dann die Bahn nicht kommt, man in so einem Wetter draußen steht, in der absoluten Kälte, da sieht man schon, wie weit man gekommen ist. Ja? Dass man allein das Glück hat, einfach sein Auto einzusteigen, loszufahren. Daran denkt man gar nicht so. Heutzutage, weil es schon so zur Normalität geworden ist. Aber die Zeiten waren auch da. Wer hier aus Köln und Umgebung kommt, müsste diese Route hier kennen. Das ist hier die SPOHO, weltweit bekannte Sporthochschule. Sehr viele Spezialisten haben sich hier ausgebildet. Die Jecken, die kölschen Fans hier, ne? Kennen wir ja auch. Das ist nämlich direkt am Stadion, direkt am FC-Stadion. Das ist mein Gym. So, heute versuche ich nochmal alles, nämlich dort bei den Pollen vorbeizukommen. Gucken wir, ob die Dame heute nett ist, wegen dem Wetter. Guck mal, wie ihre Stimmung erstmal drauf ist. Ist immer ein Spielchen mit uns beiden hier. Manchmal lässt sie mich rein, manchmal nicht. Let's go, let's try it. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich muss zuerst die Kolonia. Ich habe ein Interview mit einem Athleten. Meine Damen und Herren, heute musste ich leider lügen. Das macht man nicht. Aber, wie gesagt, wir haben unsere Auf und Abs. Und jetzt habe ich eine neue Methode, die klappt. Ey, aber nicht nachmachen, meine Freunde. So Leute, wir sind nun angekommen bei SC Colonia, wie ihr schon sehen konntet. Jetzt ab in die Halle. Willy, Willy, mein Bruder ist der alte Nelly. Das war ich beim vierten Kampf und noch mit 130 Kilo. Freunde, jetzt fange ich immer an mit meinem Aufwärmprogramm. Immer die Beine zuerst. Einen kleinen runden Ball. Könnt ihr auch einen Tennisball nehmen. Füße schön locker. Arturo, ich brauch dich. Ich bin jetzt YouTuber geworden. Sag mir ehrliche Beine dazu. Ja, viel Spaß. Leute, ihr wisst gar nicht, wer das ist. Das ist der erfolgreichste deutsche Amateurboxer aller Zeiten. Jetzt ist der Trainer. Dreht auch mich aktuell. Also super Junge, nicht nur bester Athlet gewesen, sondern auch super Trainer. Ah, du hast hier wirklich was. Leute, ich glaube, er hat zu viele Boxkämpfe. Ich nehme euch jetzt mit in die andere Halle. Wir gehen jetzt nach unten. Das sind die Bastian und Sansek. Musik darf natürlich nicht fehlen. Die riesige Box hier habe ich fast überall mit dabei. Soll ich sagen, ich liebe Musik. Beine, Oberschenkel. Aktivieren, ein bisschen Gymnastik. Die Übung wird den einen oder anderen schon bekannt vorkommen. Ne? Bei manchen ist es auch Alltagsaktivität. Okay. Ich will noch Hausmeisteraufgaben machen oder was. Tobi, alles gut? Hast du Schlüssel schon? Hast du bekommen? Dankeschön. Weitermachen. Lass mal eine Ansage hier. Das ist für die Rotatoren übrigens sehr, sehr gut. Eine Top-Übung. Macht ihr beidseitig. Links und rechts. Ellenbogen möglichst nah am Körper lassen. Und den Unterarm bewegen. Mach ein paar Stories, Bruder. Wir sind nun beim Aufwärmen, Schulterbereich, wichtigste Werkzeug eines Boxers.
Hausmeister Nev. So. Das ist noch ein paar nasse Geschichten für die Schultern. Seitlich reinwippen, so aktiviert man die Schultern bzw. mobilisiert. Das ist die nächste Stufe der Übung. Der Kopf bleibt schön gerade, Augen geradeaus. Versuchen, den Rücken so gerade wirklich zu halten und nur über die Schultern arbeiten. Jetzt geht es schon zum boxspezifischen Training bzw. Aufwärmung. Arme kreisen. Jeder Richtung. Zum Nacken. Schön runde Kreise. Ich mache immer 12 Mal jede Übung. Also 12 Wiederholungen. Jeweils immer nur einen Satz. Schultern hochziehen zum Hals. Schnell runtersacken lassen. Nacken seitlich ausstrecken. Maximal in jeder Richtung. Hoch und runter das gleiche. Kopf zur Brust und zum Nacken setzen. So, kommen wir nun zu den Armen. Falls ihr euch fragt, warum ich hier alles im Stand mache, ich habe eine Schleimbeutelentzündung im Knie. Deshalb wird das Laufen beim Training so gut wie möglich minimiert. Im Ring muss ich natürlich alles geben. Deshalb, aktuell geht es leider nicht anders. Vorbei. Das Mikrofon muss ich jetzt leider ablegen, aber dafür gibt es jetzt Action. Wir kommen jetzt zum Schattenboxen. Meine Freunde, wenn euch das Content bisher gefällt, abonnieren, kommentieren und teilen natürlich. Vor allem, was für Content wollt ihr unbedingt von mir sehen? Schön in die Kommentare damit, damit ich das Beste für euch filmen kann natürlich. Für manche ist das jetzt vielleicht ein Geheimtipp. Ich trainiere immer mit dem Mundschutz, egal ob bei Partnerarbeit, Sparring oder sonst was. Also auch am Samstag, wo man das normalerweise nicht braucht. Im Grund, wieso? Mit dem Mundschutz kriegt man auf jeden Fall schwerer Luft. Wer schon mal geboxt hat, weiß das. Also für mich ist dann im Training, überall im Training möglichst dann ein Wettkampfszenario nachzustellen. Schattenboxen sind nun vorbei. Jetzt geht es für 6 Runden. A330 mit nur 30 Sekunden Pause an dem Sandsack. Was bedeutet Unzen bei den Handschuhen? Das ist sozusagen die Größe von Handschuhen. Also desto kleiner die Zahl, desto härter sind die Handschuhe und so dünner. Wir kämpfen übrigens im Olympischen Boxen mit 12 Unzen im Weltkampf. Bei den Profis sind es 10 Unzen. Yeah.
Die Samstagarbeit haben wir jetzt hinter uns, aber wir dachten, das alles ist lag richtig, richtig falsch. Da ist noch 6 roten Schattenboxen mit Gewichten. Wer sich fragt, warum diese Babygewichte? Ja, meine Freunde, weil ich ein Baby bin. Nein, Spaß. Die Haupteinheit haben wir quasi schon hinter uns, dass ich sie noch ein bisschen auslockern, Schulter stabilisieren. Deswegen ganz wenig Gewicht und Vollgas. Let's go. Training ist nun vorbei, wie man mir unschwer erkennen kann. Normalerweise ist nach dem Training immer cool down, abwärmen, lockern. Bei mir sieht das Ganze so aus. Ich mache nur einen 10-minütigen Walk, wie ich euch schon eben gesagt habe. Richtig laufen kann ich aktuell leider nicht. Deswegen gehe ich 10 Minuten einfach nur aus. Ein bisschen lockern, ein bisschen stretchen, aber so richtig nach denen mache ich eigentlich nie. Dafür habe ich schon eine extra Einheit. Dazu werde ich auch sicherlich auch mal mitnehmen. Mich gefreut für euch, mit euch zu trainieren und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Trainingstag mit Nef Boxing ist nun vorbei. Wie gesehen, habe ich alles gegeben. Ich bin völlig am Arsch. Aber egal, morgen ist ein weiterer Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert und vor allem das Abonnieren nicht vergessen. Wer nichts, absolut nichts von mir verpassen will, schön die Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Peace.